Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4. Ich habe hier unsere Power Armor ein bisschen aufgemöbelt und nebenbei noch so eine Raider Armor ein bisschen wieder instand gesetzt. Kombiniert natürlich mit ein paar T45 Bauteilen. Aber jetzt würde ich mal sagen, werden wir mal in unsere Power Armor steigen, hier zur Ausgrabung gehen und endlich mal dieses Leck dicht machen und hoffen, dass wir dort irgendetwas finden werden. Ja, machen wir es einfach mal. Ich weiß nur nicht, ob wir da zu Fuß hingehen oder... Na doch, zu Fuß. Hab mich immer schon gefragt, wie du wohl als Roboter aussehen wird. Ja, das haben wir doch schon mal geklärt, oder? Genau, Moment. Daten. Stiller Schatten. Genau, den Stecker ziehen. Gar nicht übel. Und ich sehe gerade, dass meine Powerbatterie gleich... Powerbatterie sag ich schon. Meine Fusionszelle bald aufgebraucht ist, aber das macht ja nichts. Komme ich hier rüber? Ne, ich komme hier durch. Sehr schön. Ja, egal, ob die Fusionszelle bald aufgebraucht ist. Wir haben ja noch 15 weitere. Das sollte eine Zeit lang genügen. Darüber muss ich... Gut, vielleicht finden wir hier irgendwie einen Übergang oder sowas in der Art. Oder eine Engstelle, wo wir rüberkommen. Oder wir testen mal die Power Armor auf Strahlung. Oh, Fusionskern entfernt und dafür ist der nächste drin. So, jetzt muss ich da mal gucken, wie viel Rad wir aufgenommen haben. Weil so eine Power Armor kann ja vor einer Strahlung irgendwie schützen. Entsprechend steigst du da mal aus. Oh, das war ja doch eine ganze Menge. Aber macht ja nichts. Ich hätte vielleicht eine bleibeschichtete Rüstung basteln sollen. Kann ich mir noch vielleicht ein bisschen Red Away reinhauen? Wie viel haben wir eigentlich von dem Zeug noch? Ja, eine ganze Menge. Und danach vielleicht noch so ein Steg. Das passt dann schon. Jetzt sind wir wieder bei 100%. Gut. Hier vielleicht über die Berge drüber, falls wir da irgendwie hochkommen. Nein. Doch. Doch, 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 doch. Wunderbar. Kann ja eigentlich nicht weit weg sein. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie einen Bären oder sowas, damit uns spielen möchte. Das weiß man ja im Vorfeld nie. Und ja, ich glaube, wir wären schon längst da, hätte ich mich für die Schnellreise entschieden. Aber so weit ist es jetzt auch nicht mehr. Wir müssen nur ein bisschen weiter nach Süden abdriften. Benutzt die Hauptblumen zwar nicht oft, aber einsammeln kann man die ja trotzdem mal. Die wiegen ja so gut wie nichts. Oh, ich glaube, hier sind wir bei diesem komischen Kampfroboter, oder? Da können wir jetzt mal überprüfen. Oh, guck mal. Der kümmert sich hier mal ums Ratten. Finde ich gut. So nutzlos ist er also nicht. Und ja, dieser Grafikpack ist... Nee, das ist eine Tür. Aber der Grafikpack ist immer noch da. Schade. Oh, habe ich den Stimpack übersehen oder ist er respawned? Das sind so Sachen, die werden wir... Ich glaube, das ist hier alles respawned. Wo rollst du hin? Naja, geh nicht zu weit weg. Was ist in dieser Kiste hier drin? Die ist leer. Na, wunderbar. Na komm, nehmen wir mal das ganze Fleisch. Das können wir dann irgendwann mal vielleicht kochen. So für den Notfall, da müssen wir nicht immer Stimpacks verwenden. Verstehst du? Nick, hast du das verstanden, was ich gerade gesagt habe? Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Okay, wenn du meinst. Na komm, gehen wir weiter. Stimmt, hier ist diese Sendestation, da wo wir die Raider ausgerottet haben. Mit ein bisschen Red Away und ein bisschen Red X bekommen wir das bestimmt hin. Da unten im Steinbruch, der vollgelaufen ist mit Wasser. Also dieser kleine Grafikbug da ärgert mich schon ein bisschen, auch wenn er bisher noch nicht sehr oft vorgekommen ist.
Zumindest ist dieser Grafikbug hier bei den Bergen weg. Das ist doch schön. Ich merke gerade, dass meine AP-Punkte ein bisschen aufgebraucht sind. So. Moment, ist der Grafikbug wieder da? Nicht dein Ernst. Der war doch mal weg. Hab ich den Grafiktreiber wieder irgendwie gedowngradet aus Versehen? Ach, Fallout. Du kannst es allen auch nicht einfach recht machen, oder? Genau, hier müssen wir drauf und aufpassen, dass wir da nicht irgendwie runterfallen. Oder liegt das jetzt an der Power Armor? Naja, trotzdem sieht es hässlich aus. Aber der Bug war doch mal weg. Gab es in letzter Zeit wieder irgendwie einen Patch, von dem ich nichts weiß? So, wo sind diese komischen Löcher? Moment, pfeifen wir uns erstmal vorsichtshalber ein bisschen Redex rein. Hier draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe nötig hätten. Dann flicken wir mal hier alles. Oh, kannst du in der Rüstung eigentlich schwimmen? Nein. Ist ja großartig. Ist ja großartig. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich hätte vielleicht die Rüstung ausziehen sollen, aber dafür kommen wir jetzt hier hin. Hier scheint es auch irgendwie ein Loch zu geben. Moment, kann ich die Rüstung vielleicht abholen, wenn das hier alles rausgepumpt ist? Das wäre dann schon irgendwie von Vorteil. Und ich weiß nicht, ob ihr hier unten irgendwas sehen könnt. Ich sehe nämlich selbst nicht viel. Ah, da hinten ist eine Leiter. Ich meine Treppe. Ja, genau. Ich hoffe nur, ich rutsche hier nicht noch weiter ab. Oh, ein Glück gibt's hier eine Treppe. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. So, dann suchen wir direkt das nächste Loch. Vielleicht können wir es ja fixen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, ich würde hier nicht mehr rauskommen. Genial. Oh, 10%. Haben wir bereits. Geht's hier nicht weiter hoch? Ah, genau. Hinter so einem Grafikbug versteckst du dich. Das ist ja gemein von dir. Gut. Ich habe doch eine Taschenlampe, oder? Wo war die Taschenlampe nochmal? Sorry, wenn ich jetzt nochmal nachgucken muss. Taschenlampe. Es wird doch hier wohl eine Taschenlampe geben. Wird aber irgendwie nicht angezeigt oder ich sehe es einfach nicht. C laufen. Sorry, da musste ich mal kurz husten. Nee, anscheinend gibt es hier keine Taschenlampe, zumindest nicht auf die Taste, wo ich es gerne hätte. Ah, auf Tab. Aber hier unten bringt es uns ja auch nicht besonders viel. Aber ist schon cool, so eine Tauchstation. Moment mal, vorsichtshalber noch ein bisschen. Red Away, Red X. Und vielleicht noch so ein Ribeye Steak hinterher. Oh, hier ist eine Steintreppe. Wunderbar. Wie weit ist es denn bitte schön noch? Das kann's ja gar nicht sein.
Ich glaube, die restlichen Tauchgänge führe ich dann doch ohne Rüstung aus. Steht hier irgendetwas? Oh oh. Oh oh. Ich habe kein Wasser mehr. Ich meine. Raus da. War das knapp. Ich hoffe, ich komme an die Rüstung nochmal ran. Gut. Packs nehme ich jetzt nicht. Noch so ein Ribeye Steak, dann sind wir wieder voll. Also da unten habe ich meine Rüstung geparkt. Das darf ich nicht vergessen. Wo sind die zwei weiteren Wasser? Ich meine, die weiteren Legs. Ah, da geht's weiter hoch. Aber das ärgert mich wirklich. Das muss ich schon wirklich hart betonen, dass der Bug hier wieder zurück ist. Gehen wir mal durch den Haupteingang. Mein Bein ist ziemlich mitgenommen. Und Nick ist die ganze Zeit wieder am Meckern. Ja. Wow! Da wäre ich jetzt fast übers Ziel hinausgeschossen. Aber wie mobil man plötzlich ist, so ganz ohne Rüstung. So, Moment. Haben wir hier drin schon geguckt? Patronen. Ja, warum denn nicht? Ah, da geht's runter. So, sehen wir hier noch irgendwo Bläschen oder sowas in der Art? Nee, das Wasser trinkst du mir mal bitte nicht. Vorsichtshalber jetzt nochmal ein bisschen Red-X reingepfiffen. Ja gut, da flimmert es ein bisschen. Komm schon, wo bist du? Hier fliegen Autoreifen durch die Luft. Ich weiß, dass ich gerade mal eins von denen geflickt habe. Hier unten sind Baumaschinen. Oh, die haben wir vorhin auch gesehen. Oh, tauch auf, tauch auf. Also nochmal Red-X. Ja, ich weiß, das sind die nicht gebraten, aber... Das bisschen Red sollte uns da nicht schaden. Vielleicht noch direkt ein Red-Away hinterher. Red-Away. Aber wo sind jetzt die restlichen Legs? Da müsste es doch irgendwo Bläschen geben oder sowas in der Art. Ich möchte meine Rüstung da unten nicht rumliegen lassen. Ach da. So, das wären dann zwei von dreien. Wo ist Nummer drei? Oh, hier ist eine Laborstation. Faszinierend. Mal kurz wieder aus dem Wasser raus. Nick, du bist mir auch keine große Hilfe. Na genau, geh erstmal baden. Sehen wir es hier irgendwo blubbern? Moment mal kurz, ich habe doch ein Snipergewehr. Sehen wir irgendwo Ach, da hinten. Nun gut. Gleich haben wir es. Moment, wenn wir schon mal hier sind, dann kochen wir nochmal das ganze Zeugs.
Gut, die ganzen Kakerlaken sind durch. Was meinst du, wie weit das hier runter geht? Ja, ich war schon drunten, ich könnte es dir sagen, Freundchen, aber... Es wäre besser, wenn du da selber runtertauchst. Dann muss ich das nämlich nicht mehr machen. So. Was meinst du, wie weit das hier runtergeht? Du musst mich nicht zweimal dasselbe fragen, Freundchen. Oha. Da führt ja ein Lift runter. Aber ich gehe erstmal hier entlang. Und pfeife mir hier mal ein Redaway rein, beziehungsweise ein Redex. Sicher ist ja sicher. Und dann geht's mal runterwärts. Juhu! Rohr, wo bist du? Höchstwahrscheinlich wieder irgendwie hinter so einem Bug versteckt. Das Ventil kann ja nicht hier nicht weit sein. Weil hier blubbert es doch. Ach, da. Alle drei Ventile zu. Oh, oh. Da war ich mal wieder kurz vorm Absaufen. So, jetzt pumpen wir mal das ganze Zeug leer. Hoffe ich zumindest, damit wir da unsere Rüstung wieder rausbekommen. Das wäre schon irgendwie doof, wenn die da jetzt zurückbleiben würde. So, mein Freund, dann hau rein und gepower. Was, wenn ich den Fluss hierher umleite? Ja, mach mal. In der Zwischenzeit klaue ich dir mal deinen Superkleber. Ja, kannst du dich ein bisschen schneller bewegen, Freundchen? Hallo. Na komm, mach mal hin, ey. Hi. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Na gut. So, welcher Schalter darf es denn sein? Ach, die Pumpe da vorne. Was meinst du, wie weit das hier runtergeht? Ach, Nick, frag mich doch nicht immer dasselbe. Das war's. Hör genau hin. Warte mal, hast du das gehört? Ja. Es muss doch eine Möglichkeit. Da ist es. Was meinst du? Was meinst du, wie weit das hier runtergeht? Legen wir los. Sollte nicht lang dauern. Aua, haut doch nicht immer mich. Oh. Nick? Gute Nacht. Au. Spinnst du? Könnt ihr mir mal bitte kurz helfen? Oh, da sind ja noch mehr von denen. Danke, Nick. So, pumpt das Ding jetzt endlich? Wenn ich diesen Zulauf schließe, krieg ich vielleicht genug Druck. Ja, Druck und so, ich verstehe. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Juhu, 50 Kronkorken. Wie lange dauert es jetzt, bis das Wasser weg ist? Ich brauche meine Rüstung, hallo? Naja, meine Freunde, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir dann wohl oder übel unsere Rüstung da bergen müssen. Cool. Juhu. Geschickt gemacht. Danke, Nick. Ich hoffe, ich weiß dann noch, wo ich meine Rüstung geparkt habe. Also, meine Freunde, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.